Namen von der Rosemarie Schwarzwälder, die heute leider nicht da sein kann, herzlich begrüßen. Freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Das Gespräch mit Luisa Kasalitzki wird vermutlich sehr lebendig werden. Jakob Neulinger kennt sie schon sehr lange, sein ihre Arbeit sehr gut. Er hat sie im also ein Ausstellungsraummagazin, den er von 2010 bis 2012 geleitet, also mit begründet und kuratiert hat, hat er sie ausgestellt. Er hat auch geschrieben über Luisa Kasalitzki. Er selbst ist Künstler und Autor. Er hat seine Arbeiten, würde ich als konzeptuell und stark raumbezogen bezeichnen. Unter anderem hat er auch Architektur studiert, ist aber auch Autor für Spike und Specs und Freeze und hat über unsere Ausstellung mit der Joelle Törlings geschrieben, damals im Spike. Zu Luisa brauche ich, glaube ich, nicht sehr viel sagen. Sie ist Otto-Maurer-Preisträgerin gewesen. Das letzte Jahr war das, der Preis vom letzten Jahr wurde heuer vergeben. Wie war das, gell? Die Ausstellung hier bezieht sich sowohl auf ihre Ausstellung im Museum Moderner Kunst in Kärnten als auch auf die Ausstellung in Linz, Intro Desiderio hieß sie. Wir sehen hier einige, ja, wie soll ich sagen, Versatzstücke, die in anderer Form wieder auftauchen. Das eine war dort projiziert, hier dieser Vorhang war in Linz mit einer Schnur an die Wand geschnallt, jetzt kehrt er wieder als genähte, raumteilende Arbeit. In Linz war es eine Wandarbeit und das Video zum Beispiel im dritten Raum war eine Installation in Linz, wo man von, ich erzähle es bloß all denen, die es nicht gesehen haben, viele haben es wahrscheinlich gesehen, von zwei verschiedenen Blickpunkten in den Raum, in einen dunklen Raum gesehen hat, in dem punktuell bestimmte Gegenstände abgefahren oder erleuchtet, abgefahren und wieder verschwunden sind. Zwei Sätze aus dem Text von Jakob Neulinger zu unserer Ausstellung gefallen mir besonders gut, oder zwei Formulierungen. Das eine sind die fragmentarisch informierten Dekorstatisten. Also es ist hat mich sehr amüsiert, wie ich das gelesen habe. Und das andere ist der schöne Satz gewesen, der filmisch interpretierte Auftritt der bereits angesprochenen zwielichtigen Objektgestalten gerät zum verwunschenen choreografischen Spiel, bei dem ein Schattenwurf schon mal gewichtiger sein kann als seine Verursacher. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit dem Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen. Und Luisa, auch dir besonderen Dank für dieses Setting, dass wir hier zwischen den Welten sozusagen sitzen können. Weil ich denke, das ist auch sehr interessant, also sozusagen für deine Arbeit ist, an so einer Art Insel hier zu sitzen. Und was mich eingangs interessieren würde, ist auf den Titel der Ausstellung einzugehen, also diese In-Vitrospektive. Das ist ja eine bekannte Sache, dass man Wortschöpfungen machen kann. Ich möchte da auf den David Foster Wallace verweisen, der zum Beispiel das sehr einleuchtend erklärt an dem Begriff Einhorn, also Englisch Unicorn, dass wenn jeder weiß, was ein Pferd, also ein Horse ist, und jeder weiß, was ein Horn ist, dass man dann so leicht sozusagen ein Unicorn daraus machen kann. Und worauf er aber auch stark eingeht und was mich im Bezug auf deine Arbeit interessieren würde, ist, also wenn einem das sprachlich durchgeht, offensichtlich sozusagen Wortkreationen zu machen, wie könnte man das dann auf eine Arbeitsweise umsetzen, wo man zwei Dinge ineinander steckt und sozusagen etwas Neues schafft? Ja, du hast die Antwort fast schon gegeben. Also ich möchte noch, ist meine Stimme laut genug? Ich bin etwas eher zart beseitet, was hört sie mich alle hinken? Ja. Und wir wissen auch nicht um die Akustik, weil der Vorhang recht beschluckt mich an. Deswegen bitte sagen, wenn es zu leise ist, dann werde ich mich bemühen, ein bisschen lauter zu sein. Also du hast die Antwort fast schon gegeben, deswegen müsste ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Aber insofern interessiert mich das natürlich auch, wie beim Wort, sowie auch beim Gegenstand,
das sind so amputierte Begriffe zusammenzustückeln und wiederum zu einem neuen Begriff zu erzeugen, ob jetzt visuell oder eben verbal. Das ist etwas, wo mehrere Assoziationen vorkommen. Das ist das, was mich sicher sehr viel leitet an der Ordnung. Also, ja, vielleicht können wir uns oder vorausschicken, was glaube ich wichtig ist, ist, dass eben sozusagen eigentlich wir uns in einer Ausstellung befinden über drei Ausstellungen eigentlich, dann im Endeffekt eigentlich über die Ausstellung selber vielleicht auch wieder und dass es um eine Art vielleicht Erinnerungssituation oder Erinnerungsarbeit gehen könnte und vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen räumlich durch die Ausstellung hier sowohl gedanklich bewegen als auch über diese Erinnerung sozusagen sprechen. Die Erinnerung jetzt bezüglich auf die letzten zwei Ausstellungen, genau. Meinst du? Und ja. Wir bewegen uns jetzt, indem wir uns die Ausstellung jetzt... Na, vielleicht hier, dass man sozusagen die verschiedenen, ja, das war, oder eins nach dem anderen vielleicht, die natürlich auch. Ja, also die Elisabeth hat ja schon eingänglich gemeint, dass, oder auch gesagt, wir sitzen zwischen dem, in der Schleuse des Vorhangs. Der Vorhang ist eine Umsetzung von einer Zeichnung, die im Lendus auf einer Wand passiert, die habe ich dort gemacht eben. Und damals war sie eben noch auf einer statischen Wand als Raumtrenner gedacht und als Intro- und Eingangsposition in die Lichtinstallation. Und hier ist sie dann ein richtiger Bühnenvorhang geworden. Also ich habe ganz gern, ich exerziere ganz gern die Sujets auch oder die Motive immer wieder durch und immer wieder von vorne. Somit, also wenn einmal eine Zeichnung gemacht wird, heißt das nicht, dass es dann das Ende ist, sondern sie ist ein Ausschlag für weitere 10 Arbeiten. Aber nicht seriell gesehen, sondern wieder transformierte einzelne Parzellen. Ich dachte, mit dem also gleichzeitigen Versuch, sich auch räumlich zu bewegen, wäre so einen Kandidaten vielleicht zu nennen oder rauszuarbeiten, der ja dann zumindest als Spur vielleicht in allen Medien vorkommt, nicht? Also weil es gibt, ist ja nicht so, dass du dich bei einem sozusagen Objekt oder Vertreter deiner Ensembles dann für ein Medium entscheidest, sondern die machen ja eine, also die wechseln ja die Medien. Ja. Die wechseln und zwar wird jedes Mal für eine bestimmte Situation, die ich mir im Kopf vorstelle, die ich gern hätte, so wie zum Beispiel, wenn wir schon bei Beispielen sind, ich habe den Gedanken, ich würde gerne eine Allee umsetzen und dann überlege ich, in welcher Form diese Allee umgesetzt werden kann und das einzig Adäquate jetzt für diese Allee, die auch unten zu sehen ist, war die Fotografie, also aus der Prater Hauptallee, die wir um 5 Uhr morgens gemacht haben. Und die dann aber auch als Wort wiederum vorkommt, auch in Zeichnungen. Ein weiteres wichtiges Requisit auch von der Lichtinstallation, die auch im Film hinten noch sichtbar ist, ist das, die Stuckatur mit den Blumen, die dann auch in einem meiner Bilder vorkommt, aber auch auf dem Vorhang und schlussendlich auch als Pflanze auf dem Glassturz. Ja, am Glassturz. Aber wenn du sagst, sozusagen dein Ziel ist es, eine Allee zu machen, wäre es dann nicht sozusagen eher das, was eine Allee für jemanden bedeutet? Also diese Unendlichkeit oder es sind wahrscheinlich unterschiedliche Bedeutungen, aber oder ist es die Allee oder spielt es dann damit auch mit dem Ziel, was die Allee dann natürlich auslöst, oder? Ja, grundsätzlich suche ich mir schon Begrifflichkeiten aus, die vielseitig deutbar sind, also mehrspurig bearbeitbar sind. Auch. Mhm. Und eine Allee hat ja viele, also für mich eine große Assoziationskette. Das kann von Batezettel bis zum Guter Hoffnung oder am Ende ist das Wirtshaus. Oder wie bei der Prater Hauptallee. Ja. Genau. Also. Vielleicht können wir noch eine Sache mit den Händen hoch, kann ich mir das merken, aufgreifen, diese hochhaltenden Hände oder haltsuchenden Hände, die würden mich noch sehr interessieren, weil mir ist aufgefallen, dass schon auch in ganz frühen Arbeiten oder bei den frühen Katalogen auch du Dinge mit deinen eigenen Händen also ins Bild hältst, oder also entweder die Hände halten was oder die Hände suchen nach Halt, so ist das irgendwie, begegnen mir die. Kannst du über das Motiv der Hände und der Wahl
Ja, das Motiv der Hände ist mir eher zugeflogen, und zwar in der barocken Kapelle in Kärnten, in dem Museum Moderner Kunst, wo ich eben die erste Lichtinstallation Frontispiz Juxtaposition gemacht habe. Und dort habe ich Fresken von verhüllt teilweise und nur fleischliche Fragmente ausgespart, und unter anderem waren Hände dabei, die ein Kreuz festhalten. Aber eben bei der Aussparung habe ich die, man sieht das Kreuz nicht, sondern nur die Hände, die sich auch an etwas festhalten, sei es jetzt das letzte Hemd, was man hat, oder an einen seelischen Zustand. Das hat mich interessiert, und daraufhin hat sich dann entwickelt, dass ich in einem Gipsstuckaturgeschäft dann zarte Hände gesehen habe, die ich nochmal gekauft habe, also Hände aus Gips, und wieder eingesetzt habe in eine Lichtinstallation. Und durch einen Schattenwurf, man sieht das wirklich wunderbar im Film, es ist jetzt etwas schwierig, wenn es jemand nicht gesehen hat, sich vorzustellen, entstanden dann die Hände. Also der Film zeigt, wenn es wirklich niemand gesehen, zeigt also die Ausstellung in Linz, wo diese sozusagen skulpturalen Gruppen von bewegenden Scheinwerfern und von Licht sehr inszeniert, also dargestellt wurden. So könnte man das vielleicht sagen, wenn du mir recht gibst. Und sie kommen aber auch in anderen Elementen sehr oft vor. Aber du hast etwas gesagt, wie wir uns im Vorgespräch unterhalten haben, dass du gesagt, deine Objekte haben Zeit erprobt. Das würde mich interessieren, wie man die Zeit sozusagen da reinbringen kann, weil das ja eine auch vielleicht Komponente ist, die stark durch das Filmische jetzt stärker auch Thema geworden ist. Ja, also sie haben sozusagen einen, also so wie wenn am Tisch da die Gegenstände stehen, ist der Tisch die Plattform, auf der sie sich bewegen. Und ich habe sie jetzt alle zusammen gesammelt, habe sie eben in die, also die Objekte, die ich jahrelang, an denen ich gearbeitet habe, und habe sie jetzt in eine schwarze Dunkelheit getaucht und wieder rausgelöst durch die Beleuchtung eben. Und sie folgen einer zeitlichen, rhythmischen Abfolge. Sie unterordnen sich einer. Also die Konfrontation mit einer zeitlichen Komponente bringt sie in eine Ordnung oder in ein Prinzip deiner Ordnung? Sie bringt sie in eine übergeordnete Ordnung, somit für mich in eine Menge, die Dinge auffasst, oder ein Einkaufskörper, das die... Das ist ja ähnlich wie bei der Partitur, vielleicht kann man die auch aufgreifen da als Beispiel, weil das ist ja, da hat man ja eine Aneinanderkettung dieser Benennungen, die du findest. Und die Partitur ist ja dann auch also quasi nicht nur praktischer Zettel für den Lichttechniker, der das dann beleuchten muss, sondern eben mehr, nicht? Das ist ja das, was man so. Ja, also vor jeder dieser Lichtinstallationen entsteht eben eine Wortbenennung der Objekte, unter anderem auch für den Lichttechniker, dass er sich auskennt, um was es, wie lang die Dauer auch ist. Und ich habe dann bemerkt, dass bei der Benennung, dass einige Begriffe starke assoziative Kraft haben, und dass ich diese, speziell diese, hervorheben möchte und wiederum zu einem kurzen Gedicht oder meinetwegen zu einem kurzen geballten Wortgeflecht bilden möchte. Und daraus ist die Idee entstanden, dass ich Plakate eben erstelle. Also da ist hinten im Eck, sieht man dieses schwarze Plakat, wo solche Begriffe aneinander folgend gereiht sind. Es beginnt mit Hand, Trog, fließendes Wasser, 2 Sekunden finster, Fuß absteigend, 3 Sekunden finster, Puttikopf, 2 Sekunden finster, schwarze Fliesen glänzend zerbrochen, 1 Sekunde finster, fernes Podest, 4 Sekunden finster und so weiter. Also so setzt sich das vor. Sekunden sind jetzt von mir nicht mehr genau, ich habe es jetzt da improvisiert. Aber ja, so war die Abfolge dort der Lichtinstallation unter anderem. Und vielleicht kann man noch diesen Weg sozusagen vom Bild über die Skulptur in jetzt in das bewegte Bild aufnehmen irgendwie, also wie du zu diesem sozusagen, ich habe nicht den Eindruck, dass das ein eindimensionaler Weg ist und dass du sozusagen von der Malerei in die Skulptur und dann zum Film, nicht, und jetzt dort angelangt bist und nur mehr jetzt sozusagen das so inszenierst. Kannst du da über diese Wechselwirkung
da ein bisschen sprechen vielleicht? Naja, ich habe wirklich jahrelang so recht eher statische Situationen und Installationen erforscht und gemacht und habe mir gedacht, jetzt ist es notwendig, so wie ein neues Kleid auch zu bekommen, und somit war es musste was dazu noch, und das war eben diese Zeit und auch natürlich die Wahrnehmungsebene, die dann anders ist. Es geht um viel den geleiteten Blick, das ist auch etwas, was für mich neu ist, was mich schon immer interessiert hat, aber ich natürlich da ganz spezifisch und sehr stark tun kann. Was mich aber umgekehrt wiederum interessiert hat, von dem bewegten Bild wieder zurück ins statische Bild zu kommen. Und das ist auch das, wo ich glaube, für mich jetzt den Weg gefunden zu haben, ist hier, also es sind ja hier teilweise so Zitate über eine vorangegangene Situation, die schon bewegt war und jetzt wieder im statischen Zustand zurückgebracht wurde. Jedoch anders ist als am Beginn, als sie noch frisch und das erste Mal unbewegt war. Mich würde ja interessieren, wie du damit umgehst, mit Erinnerungen, weil in Erinnerungen tendiert man ja immer dazu, die vielleicht ein bisschen schöner zu machen, als sie gewesen sind, oder auch umgekehrt, wie sich das zum Beispiel mit dem Vorhang hier verhält, weil das ja eine sehr grafische Arbeit, nicht, mit einer Schnur präzise auf die Wand geschnalzt und dann jetzt in dem textilen Verweben, verwischen sich da auch die Spuren oder bleiben die Grenzen der Objekte dann sozusagen schon starr? Ich bin jetzt da ehrlich gesagt hängen geblieben, bei dem man versucht, also eher alles versucht, schöner zu machen oder zu idealisieren. Was für Potenziale, unscharfe Erinnerungen haben dann neue Arbeiten daraus zu machen? Ich glaube, um das geht es gar nicht so stark, also bei mir jetzt. Ja. Sure. Sage ich jetzt, glaube ich zumindest, sage ich jetzt mal so. Und aber dann eine andere Sache, vielleicht anders darauf gezeigt, wenn man bei dem bewegten Bild ist und wenn man über Sehen spricht, also dann beschäftigt mich auch, also dass man eigentlich auch im Film vor allem dann eigentlich aufgeben kann, etwas Konkretes zu sehen, und eigentlich sozusagen, wenn man vergisst, welchen Namen das Ding hat, dann entsteht ein neues Potenzial für einen, was drinnen zu sehen, so in die Richtung. Aber wie kann man diesen Moment dann herstellen? Also mir ist es zumindest so gegangen, aber was ist da deine Strategie sozusagen, nicht zu sagen, Pflanze auf Ding? Auf Podest. Auf Podest, ja. Im Film war sie im Podest, die Pflanze. Aber wie ich das... Entschuldige, mir ist jetzt der Faden gerissen, ich bin jetzt mitgeschwommen teilweise, dass man das Bild nicht benennen kann. Naja, die Strategie ist vielleicht ganz einfach, dass ich versuche, das Ding an sich eher zu umgehen und nicht geradeaus beim anzugreifen, sondern es eher so modelliere und von unten, oben, seitlich anzusehen versuche. Darüber nachdenken, wie ist das? Ich habe für diese Blickregie also sozusagen interessiert, wie man das, wie es dir damit geht, ich glaube auch, dass man, wenn man eine Skulptur in den Raum steht und auch mit einem Bild sehr stark den Besucher lenken kann. Nur wenn ich in einem dunklen Raum dann arbeite und Licht drauf werfe, dann gebe ich dem Betrachter nicht mehr recht viel Chancen, also seinen Blick auf etwas anderes zu lenken. Ja, und das ist auch gut so. Also das so soll es genau sein. Also ich meine Vorstellung war es so weit, dass ich so ganz gut finde. Also ich generell finde ich, dass das immer interessant ist, so den Betrachterstandpunkt zu lenken, auf welche Art auch immer, aber du hast mir eigentlich gefragt, wie ich das mache. Aber das ist jetzt schwierig, weil so viele, jedes Objekt wurde einzeln und anders bearbeitet. Das kann man vielleicht auch sagen. Sie wurden nicht alle über einen Kamm geschoren und gleich behandelt, sondern spezielle, so wie ich ein adäquates Medium für ein spezielles Objekt gesucht habe. Mhm. So wie da war zum Beispiel bei dem Kubus oder bei dem, wie heißt das, Sturz, war die Idee, also hat mich das Wort geleitet, ein eingefrorenes Stillleben war das Wort, das ich hatte, und damit habe ich dann gearbeitet mit dem Plexiglas. Ich hätte es aber auch anders
tun können, indem ich ein Bild aus der Gemäldegalerie abfotografiere und ja, einen Kühlschrank dazu tun. Das ist vielleicht nicht so. Nee. Aber also, was ich interessant finde, und du hast es ja, wie wir vorher gesprochen haben, auch mal, glaube ich, so erwähnt, dass du dir manchmal Dinge, also wenn du an einer Sache arbeitest, dir die Dinge losgelöst im All oder in der Wüste vorstellst. Nicht? Das finde ich ja ganz interessant, weil das ja auch wie mit dem Licht dann so ein starker Eingriff, also sozusagen eine Zutat mehr noch in deiner allgemein sehr starken, glaube ich, Blickführung des Betrachters ist. So. Ja, das ist eher so ein Spiel, das ich mache auch, weil ich bin in der Akademie der Bildenden Künste Assistentin und habe natürlich mit vielen Studierenden zu tun und oft geht es um Beurteilungen von Arbeiten und ich bin ja auch oft mit Vorurteilen beladen, wie ich die Arbeiten sehe und so habe ich sie mir eher angewöhnt, sie im leeren Raum versucht, sie anzusehen, damit ich so halbwegs objektiv sein kann und sie nicht irgendwo einordne. Das hat sich so, früher habe ich es vor dem Zu-Bett-Gehen mit meinen Sachen gemacht oder mache es noch immer. Und jetzt mache ich es halt so, auch in der Klasse. Also allgemein kann man auch sich immer, glaube ich, einmischen, wenn man das wollte, könnte ich an der Stelle sagen. Reden wir an irgendetwas vorbei? Gibt es jetzt schon konkrete Fragen zu Sachen, kann man das so öffnen auch, oder gibt's, das traut sich niemand, glaube ich. Ja, dann hänge ich mal ganz kurz hier in der Luft, aber das soll vielleicht auch nicht so schlimm sein. Ich kann ja... Ich habe ja noch irgendwie das Theater, handgemachtes Theater mir mal aufgeschrieben gehabt. Das bringt mich, glaube ich, aber auch nicht weiter, aber es bringt mich dazu, dass wir links und rechts, also diese unterschiedlichen Zonen der Ausstellung, glaube ich, noch zu wenig, also sozusagen durchschritten sind, was ich ursprünglich wollte. Das könnte man noch machen. Also wie es dann sozusagen der Wiedererkennungseffekt, was der dann noch bringt in dem Lichtblitz, weil man kann das ja, also quasi, man kann ja dem Objekt hier begegnen und man kann dem Objekt drinnen begegnen. Und das hat ja auch etwas mit der Aufgabe der Freiheit zu tun, die man hier hat, sozusagen das Ding vom Schreiten und nachher bringt das Schreiten nichts mehr. Und das würde mich sehr stark interessieren, wie sich das unterscheidet, dann auch zu dem, nachdem du immer noch wie im zweiten Raum deine Malereien machst, die eine ganz andere Arbeitsweise auch bedeuten. Oder wie zum Beispiel bei einem Film, einfach, dass bei einem Film wissen wir alle, sind viel, viel mehr Leute involviert. Es geht um Kooperationen, man arbeitet mit Leuten zusammen, während vor dem Bild alleine ist man also quasi auf sich geworfen. Also kannst du das sagen, weil mir aufgefallen ist, dass auch viele sozusagen kooperative Elemente da dazugekommen sind. Ja, aber das ist eigentlich jetzt in den letzten Monaten erst entstanden. Das ist genauso wie bei dem bewegten Bild, dachte ich mir, es interessiert mich jetzt umso mehr noch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die auch, wo wir uns gegenseitig auch bereichern können. Und bei dem Film ist eine Kooperation eben, wo dann auch eine musikalische Komponente dazu kam. Beim Vorhang habe ich auch mit jemandem zusammengearbeitet. Also es gab so verschiedene Entscheidungen, auch so eine Art Werkstatt zu erstellen, auch aufgrund meiner derzeitigen Situation, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Und ja, vielleicht dann bringe ich da noch unter, was vorher auch gesagt wurde mit den Dekorstatisten, also auch warum man zu so einem Wort mit dem Dekorstatisten kommt, weil also sehr viele Artikel, die jetzt über dich geschrieben werden, bringen eben das Dekor auf und dann ist auch diese These da mitunter drinnen, ob das Dekor jetzt von dir auf eine Art und Weise befreit wird oder nicht von deiner Rolle. Vielleicht kannst du über deinen Umgang mit dem Dekor ein bisschen etwas noch sagen. Naja, also ich habe hier das Bedürfnis, Dekor wiederherzustellen und habe ja auch eine Freude an einem Bildaufbau und Gestaltungsebene,
die ich immer wieder suche. Also deswegen interessiert mich immer dieser Bereich, der auch schon immer an der Grenze ist, zum manchmal auch zum Kitsch und so. Ich möchte aber zu den Bildern nochmal zurückkehren, weil du gemeint hast, das ist so, man ist allein in sein Kapäuschen und malt die Bilder. Sie sind im Grunde nicht viel anders gedacht wie die Installation selber auch. Sie sind auch geschichtete Bildwelten, konstruierte, systematische Aufbauten, die ich neige immer zu vergleichen wie eine Spinne, die sich ihre Knoten im Netz macht und um dann bestimmte prozesshafte Ebenen auch reinzulassen, wenn sie sich dann wieder hängen lässt. So sind viele der Arbeiten auch angedacht, Systeme aufzustellen, sie dann wieder zu verwerfen und Prozesse reinzubringen, die auch die ebenso intuitiver Natur sind. Also, und die Vermischung interessiert mich sehr. Also das ist etwas, was ich immer wieder gesucht habe. Und da sind die Bilder nicht viel anders. Wie die Installationen. Wie die Installationen. Aber im Grunde kann man wohl sagen, also die Zusammenarbeit mit anderen Menschen bedeutet für mich schon eine Art Regie auch zu machen. Das ist für mich eine neue Erfahrung. Das finde ich aufregend zurzeit. Also die Bilder sind auch, entstehen auch über einen Monat oder Monate dann sozusagen, kann auch sein, und verändern sich sehr stark, aber trotzdem, also du hast mir immer gesagt, dass du sie stark planst, aber es trotzdem den spontanen Moment noch gibt, den Plan nicht einzuhalten. Das stelle ich mir bei einer filmischen Arbeit relativ schwierig vor, weil also einerseits hat man ein Drehbuch und andererseits gibt man das dann wieder auf. Vielleicht kannst du das über so einen Impulsgeber, der sozusagen einen den Plan aufgeben lässt, etwas sagen. Also ein Beispiel meinst du? Ja, vielleicht, ja. Ich mal das Bild, ich entscheide mich für Rot und Blau, ich entscheide mich für eine bestimmte Pinselstärke und sage mir, ich werde jetzt mit der Rakel von links nach rechts gehen, habe dann aber Rückenschmerzen, muss somit wiederum auf die andere Seite zum Beispiel mich bewegen oder so. Also jetzt blödes Beispiel, das vielleicht aber irgendwie vorstellbar ist, wie so Sachen manchmal entstehen, also sehr wohl auch im Moment erspürbare Dinge, die mich umgeben, die fließen dann ein. Ich habe noch eine Frage, die das betrifft, was auch oft gesagt wird, wie du das siehst, also wenn man sozusagen die These, dass du von der Malerei kommst und wie das einen Einfluss nimmt, ob es dann alles, was ein Maler angreift, dann automatisch Malerei sein muss. Ist der Film jetzt dann Malerei? Eher nicht, oder nein. Kann man das? Nein. Ist er nicht. Also ich finde das auch nicht so relevant, genauso von wo ich komme oder was. Also genauso, ob ich die Sachen im Baumarkt einkaufe oder beim Goldschmied oder beim Tischler oder sie finde. Oder es, vielleicht kommt es ja schlussendlich doch darauf an, was damit dann gemacht wird. Also das ist, es kann ja jedes alles sein. Ich kann ja mit dem Tisch auch was anfangen, zum Beispiel. Also ich muss jetzt keine Spezialität hervorheben. Ich bin jetzt zu abgeglitten wahrscheinlich. Nein, ich glaube nicht. Also. Willst du noch eine Arbeit rausgreifen, die dir noch jetzt sozusagen in dem Gespräch nicht vorgekommen ist, die wichtig wäre oder gut wäre, sie zu erwähnen oder sie durchzudenken? Eine, die vielleicht jetzt aufgrund der Ausstellung im Zuge dessen entstanden ist, dass eben die bewegte Lichtinstallation mit Langzeitbelichtung wiederum abfotografiert wurde, was dann und daraus wieder eine Überlagerung von den Gegenständen entstanden ist, die auch in den Bildern auch vorkommt. Also das hat für mich auch so einen schönen Kreis wieder geschlossen. Wir kamen dann wieder zurück ins statische Bild, das überlagert wurde durch diese Art der Aufnahme. Also es ist ja so, für mich hört ja die Ausstellung, wenn sie abgebaut ist, hört sie ja nicht auf. Es ist die nächste Ausstellung baut ja wieder auf
die vorangegangene auf. Das ist etwas, was bei mir eigentlich andauernd passiert, so wie das eine Wort das andere ergibt. Also ein eigenes Zitieren der eigenen bevorgegangenen, davor, jetzt haben wir verhadert, davorgegangenen Situation. Also das passiert immer wieder bei mir. Also ein Weiterhandeln sozusagen mit den Arbeiten und durch die Arbeiten dann. Ja. Ich würde das ein bisschen öffnen gerne und irgendwie Fragen auch mit reinholen. Ist da jemand vielleicht das? Ich würde nochmal das Titel interessieren, also wie das zu diesem Titel gekommen ist, beziehungsweise zwei verschiedene oder zwei Wörter zu einem neuen Begriff zusammensetzt. Und wie, weil ich habe jetzt den Titel von der Arbeit auf dem Glassturz noch nicht verstanden, wie ist der nochmal? In Introspektive. Also der Gesamtausstellung, aber der Arbeit mit diesem, also dieses Objekt auf dem Glassturz, hat das auch einen eigenen Titel? Der heißt genauso. Ah, okay, also es ist nicht so, dass du von einem Begriff ausgehst und daraus dann ein Objekt kreierst. Mich würde interessieren, wie der Weg ist, ob das quasi der sprachliche Begriff ist, der im Gedanken steht und dann das Objekt daraus gestaltet wird oder ob sich. Also du hast gesagt, dass das Bild von Allee zum Beispiel, ja, das ist jetzt als Begriff, also als Verb oder als Wort verstanden, das dann zu meinem Objekt wird, oder steht das Bild im Vordergrund? Beides eigentlich, also das ist so changiert, manchmal ist die visuelle Nebligkeit eines Bildes vorhanden, aber noch kein Wort, das kommt dann danach, und so wie es hier war, kam das Wort auch nach dem Objekt. Weil es war, also in vitro heißt ja auch im Glas, also ganz banal, das Ding war zuerst im Glas drinnen, die Vase mit der Pflanze, jetzt ist sie außerhalb, und ich habe es trotzdem gern beibehalten. Es hat mir als gesamtes Paket dann gut gefallen. Also, aber es gibt eben so Titel wie das Frontispitz, den ich sehr gern mag, also das Wort gibt es, das ist ja nichts Neues von mir, aber es hat eben zu dem gepasst, was ich auch gesucht habe zu den Arbeiten. Und zwar geht es in so Frontispitzen darum, das wissen wahrscheinlich die meisten, dass es in den Büchern auf der zweiten Seite, glaube ich, die Schmutzseite, wenn ich mich nicht täusche, und möge mich hier immer verbessern, dass ich besser auskennt wie ich, aber es wird die gesamte Inhaltsangabe oft durch bildhafte Elemente so weit dargestellt, dass man sie auch ohne, dass man das Buch auch ohne der Lesbarkeit verstehen könnte, nur wenn man das Bild ansieht. Wobei aber da, glaube ich, interessant ist, dass das ja nicht nur eine Inhaltsangabe für Analphabeten ist, vielleicht ja auch ein Stück weit, um sozusagen bildliche Geschichten zu haben für Leute, die gar nicht lesen konnten, sondern auch sozusagen eine Komponente der Insider, also sozusagen für Eingeweihte Dinge betrifft, ob es jetzt Freimaurer oder in Richtung religiöse sozusagen Verlinkungen sind. Nicht? Das war eben das Interessante, dass auch teilweise Botschaften drinnen kodiert waren, die nur eben bestimmte Leute lesen konnten. Also es war, diese Frontispitze waren auf vielen Wegen lesbar, und das fand ich sehr faszinierend. So piktogrammartige, fast so, auch in der Heraldik kommt ja das vor, bei bestimmten Wappen. Also ich muss jetzt auf mein Thema kommen, das mich ja sehr interessiert. Also Wappenkunde, der ja oft auch von Didakten oder Autodidakten gemacht wurde, also für eigene Familie, wo dann wirklich, also das sind für mich Vorläufer so der ersten Kollagierungen und Montagen innerhalb eines Bildes, findet oft eine starke Symbolhaftigkeit statt, es findet eine Abstraktion statt, und eine narrative Komponente ist meistens auch noch drinnen, das heißt, es wird sehr viel erfasst, und das interessiert mich prinzipiell an Bildern, wenn sie das können, mehrere Ebenen gleichzeitig einzuschalten. Und bei den Wappen sind das ja oft irgendwelche, man sieht entweder eine abgeschnittene Hand, zwei Farben. Weil es halt Konnotierungen sind, weil man davon ausgeht, dass man dann mit der abgeschnittenen Hand was anfangen kann. Also, ja.
also mir fällt jetzt nur eine abgeschnitten, ich habe auch einen Berg gesehen mit einem Sonnenuntergang, das, also es gab die Kombinationen, wie kollagiert wurde, um ein Verständnis auch nahezulegen, das finde ich interessant. Also das ist ähnlich, aber auch beim Vorhang dann ist hier, das ist ja dann so ein Vertreter, so eines quasi eine Schmutzseite ein bisschen. Es ist die Schmutzseite und gleichzeitig ein Bühnenvorhang eben zu der Lichtinstallation, wenn ich, also jetzt für alle, hier sehen wir die Hinterseite sichtbar, aber in der Ausstellung in Linz war das eben so, dass Sie müssen sich vorstellen, dass da hier war schwarz und die Gegenstände waren eben die, die angeleuchtet wurden und davor waren die Gegenstände, habe ich nochmal als Zeichnung dargestellt auf dem Vorhang. Somit sieht man dort eine Pflanze, die gestickt ist, die auch in der Installation, in der Lichtinstallation war diese oben drapiert. Oder Ledergürtel sind auf dieser Seite, glaube ich. Und was habe ich noch da oben? Also ich habe einige Gegenstände einfach aufgezeichnet, wie ein Intro, wie ein Auftakt. Aber die gleiche Situation, die im Film natürlich wieder vorkommt. Ja. Und diese, also diese sozusagen auch narrativen Elemente, die es dann da gibt. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen, wie die, also weil eigentlich spiegelt sich, erzählst du ja die Geschichte zu ungenau, als dass man sich nicht seine eigene Geschichte draus machen könnte. In dem Film auch. Ungenau würde ich jetzt nicht sagen. Also im Gegenteil, es ist sehr genau und sehr gezielt jetzt da gemacht und ausgesucht. Und aber wenn ich einen Gegenstand hernehme, der vielseitig angreifbar ist und deutbar ist, dann ist das ja sowieso schon geritzt, dass man einfach, dass die Deutbarkeit vielseitig sein kann. Und, aber was mich dann vielleicht schon interessiert, dass ein Gesamte, es bleibt trotzdem eine Grundatmosphäre vorhanden, die ich auch suche. Aber es sind eher so zwischenweltliche Vorstellungen, die ich anpeile. Und diese steigende, sozusagen auch theatrale Situation in Vorhang zu nehmen, gab es da irgendeinen Moment oder, eine, oder auch den, oder den Film, einen Schlüsselmoment Theater oder einen Schlüsselmoment Film, der dich in diese Richtung gebracht hat? Also ja, es gibt natürlich den, also es gibt Filme, der Stummfilme, die viel mit Bühne und Malerei arbeiten, die mich grundsätzlich interessieren, weil sie wirklich in das, mit einem Fuß im Theater sind noch und auch wieder in der filmischen Abfolge sich bewegen. Das hat mich immer beeindruckt und da gibt es eben den von John Epstein, den The Fall of the House of Usher, der auch eine starke Räumlichkeit, die fast dann so Rembrandt-Bildhaftigkeit erinnert, darstellt, wo man auch nicht weiß, wo der Anfang und das Ende ist, wie die Requisiten geschaffen sind. Oder den Murnau Faust. Und der zweite ist sicher, der mich sehr fasziniert, den sich auch alle Studierenden ansehen müssen, ist der, vom, der Murnau, vom, der Faust von Murnau. Ja, also, also der Faust von Murnau. Franz Murnau? Ja, ja, das braucht es ja. 1925, oder ist das so in den 20er Jahren, später 20er Jahre, würde ich sagen, ist das ja, gemacht worden. Ich glaube 27. Aber dann ästhetisch, nicht inhaltlich, oder? Weil ich erinnere mich an so flackernde Schwarz-Weiß-Bilder, die dann also und die Charaktere so auch so schemenhaft umhüllen und solche Dinge. Aber ja, es ist eine starke Experimentierfreude zu sehen. Es hat so eine Bruchhaftigkeit, es folgt eine Dramatik nach der anderen. Gleichzeitig werden auch statische Momente sehr ausgekostet. Also es ist so ein Wechselspiel, das dort vorkommt. Aber theatralisch ist es allemal. Also vor allem der erste Teil. Der zweite, der versinkt eher in so eine Lieblichkeit. Aber der erste Teil ist sehr aufregend. Wird auch teilweise mit Kulissen gearbeitet. Gibt es noch Fragen weitere? Können wir noch eine? Ich
Also vielleicht wäre das mal interessant, noch diesen Letzter kurz überfragen. Ja. Sie betonen ja mehr die Bücher dieser Bibliotheken, das nicht festsetzen aus dem Namen und von Bibliotheken. Und die Luisa, glaube ich, fordert immer wieder ein, dass sie doch sehr präzise ihre Sachen haben. Vielleicht habt ihr dann noch Themen. Die Schmutzseite heißt im Gegenteil Schmutztitel, was ich noch viel schöner finde, also ein Titel, der sozusagen beschmutzt werden darf. Und die Heraldik, die generiert ja ganz starke Bilder, ja, ganz statische. Und dann gibt es so das Plaudern in der ganzen Welt da. Wenn der Kitsch sein darf, der wäre so, dass manchmal geschwätzt wird. Das sind so verschiedene, ich glaube, grundsätzlich ist ja alles möglich, aber mir wird diese, nicht theoretisch ist da Dialektik, aber mit dem Freistehen von Bildern und dann sind sie alle versponnen wie ein Spinnennetz, aber es sind da so zwei Welten, wie funktionieren die miteinander und ist die Interpretation sozusagen, hat die eine Tendenz, die von der Künstlerin nicht mitgetragen wird. Also ich glaube, dass man, nur wenn man als Künstler etwas präzise macht, kann man, also ich spreche nicht die Präzision des Werks ab, sondern den Raum eher für weitere Interpretationen, der noch offen ist. Also nicht, dass die Arbeit nicht präzise gesetzt ist von dir, das meine ich damit, sondern dass noch genug Raum da ist und auch bei den, sozusagen selbst auch bei den Wappenbildern auch die, und die Elemente, die Luisa verwendet, sind auch nicht so quasi eben wie die platte Hand mit dem Schwert oder so, sondern sind eben viel offener zu lesen und so, das denke ich, ist der Unterschied in unserer quasi Auslegungssache zwischen präzis gearbeitet und unpräzis gesehen oder offen gesehen. Vielleicht ist auch die Flüchtigkeit bei dir, dass ich natürlich schon auch anpeile, so wichtig mir die Präzision ist, also wirklich, das ist ja mir wirklich ein Anliegen, der Auswahl und all das, was dazugehört. Die Flüchtigkeit ist mir auch eine. Das ist etwas, was aus Folgerung daraus auch entstehen kann, weil das wird ja auch von mir angepeilt, nachdem es eben nicht eine konkrete Hand mit Schwert ist, sondern etwas, was auch wieder verlassen werden darf und kann, aufgrund der vorherigen Auswahl. Ich hoffe, ich bin da nicht so. Oder vielleicht auch erstmal nur für dich eindeutig kodiert ist, diese Präzision. In deinem Kopf, aber nicht unbedingt im Kopf des Betrachters sofort. Und das ist, glaube ich, das so dieses, irgendwie hat das mit diesem Ungenauen auch angefangen, als du über den Film gesprochen hast. Ich hatte den Eindruck, du meinst eigentlich, in manchen anderen Filmen wird einem so genau die Narration vorgegeben. Dass es nur in einem Kanal lesbar ist, ja, was genau. Ja auch manchmal gut ist, wenn man einen, also ja, wenn es um eine bestimmte Geschichte geht. Aber mit flüchtig habe ich gemeint, dass man auch die Bilder im Film eben so stark nicht festhalten kann, weil sie nur kurz aufblitzen und dann bleibt einem nichts anderes, als sozusagen weiter zu arbeiten im Kopf. Und man kann das Bild trotzdem nicht, also es ist nicht mehr greifbar, weil es einfach auch schon weitergegangen ist. Sozusagen bleibt so wie eine Lichtspur, die man hat, wenn man einen Scheinwerfer blendet. Das habe ich mehr gemeint, dass das so dann steht. Die wurden auch bewusst sehr kurz gehalten, die Sequenzen. Ja, das stimmt schon. Ich habe mir gedacht, es ist ja so, wenn ich dich jetzt anschaue und dann mache ich die Augen zu und dann schaue ich dorthin zu dir, dann was entsteht dann? Dann nehme ich noch dein Bild mit zu dir und daraus entsteht ja wieder eine Kombination. So mit hat mich das interessiert, was sich dann in der Wahrnehmung erstellt, wenn jemand diese von mir bestimmte Abfolge der finsteren Zeiten inne hat, was er an Bildern mitnimmt und was kombiniert er dann noch aus der Erinnerung mit dem, was als nächstes dann folgt. Und welche Rolle spielt die Musik? Also die Musik in dem Video? Also ich habe das jetzt nicht gewusst, dass der Ton dabei ist und komme hinein und dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung für mich, sondern es wirkt sehr langsam, sehr präzise, sehr poetisch vielleicht. Und wenn ich mir dann die Kopfhörer aufsetze, dann entsteht wieder ein ganz neues Bild oder Wahrnehmungsbild für mich. Wie suchst du da die Musik aus? Oder wer hat gemacht, dass du das also, machst? Die Musik hat mein Freund gemacht und das ist vielleicht so zu sehen, so wie unsere beider Energien da sich versammelt haben.
wenn wir miteinander leben, kann man auch sagen, dass in dieser Kooperation uns interessiert natürlich, was passiert, wenn die Musik zum Bild dazu kommt und welche, in welche Richtung geht es dann, weil er, so wie ich, auch mit Versatzstücken in der Musik auch arbeitet. Also, und das fanden wir beide eine Potenzierung dessen, was wir tun, war uns ein Anliegen. Deswegen haben wir das erprobt und diese Aufnahme wurde in einem Tonstudio gemacht, aber fast wie eine Performance ohne Schnitt. Also die ist durchgehend, er hat das Bild gesehen, den Film, und hat dazu die Aufnahme gemacht und die wurde eingefroren und fertig, also die wurde nicht geschnitten. Das finde ich natürlich einen sehr wichtigen Moment, weil es dann nicht harmonisiert wurde oder abgestimmt auf die Sachen. Er hat sich sehr wohl natürlich Gedanken über den einzelnen Gegenstand gemacht, aber es war dann wirklich so eine durchgehende Reaktion auf das gesehene Material. Und davor hatten wir das auch in der Burgkapelle, da hat er eben live im Finstern, in der Finsternis hat er gespielt, also ohne was zu sehen. Das war eine Performance, die live stattgefunden hat und das jetzt ist die Weiterentwicklung von dem. Sie heißt, das war seine spontane Reaktion auf das Gesehene oder ist das vorher geprüft worden? Also wenn ich mir das jetzt als Performance vorstelle, ist jetzt bei dem Tonstudio, er sieht den Film, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber er sieht ihn und muss zeitgleich dazu kombinieren. Das funktioniert, dass es in einem durchfunktioniert oder ist das dann immer wieder verbessert worden und noch einmal und noch einmal? Ah, nur für sich nicht, er hat nur, was meistens oft schon der Fall ist, dass eben die Musik geschnitten wird, um dann das Beste rauszuholen. Und bei ihm ist ja, dass er spielt ja alle Instrumente analog. Das heißt, das ist für ihn auch eine bestimmte Herausforderung, wenn er das eben so in der Intention auch bewahren kann, weil er dann mit dem Kopf und Händen und was, also er macht, dass das eben bleibt. Das ist auch eine, so eine Art Einstimmung. Wenn ich weiß, ich werde es eh schneiden, dann entspannt man sich und sagt so nur, nimm halt das Beste raus. Siehst du diesen Kontrast überhaupt so stark? Besteht da ein starker Kontrast zu den Bildern und der Musik bei dir? Oder würdest du sagen, harte Schnitte und härtere Musik? Oder würdest du die Musik, wie würdest du es beschreiben, den Unterschied zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört? Oder? Also ich finde eigentlich nicht. Ich finde schon, dass die sich sehr gut die Waage halten miteinander, also auch der Gegenstand und die Akustik, also der Sound eben. Also ich sehe da nicht besonders. Ich habe es auch jetzt nicht so gemeint, aber es war natürlich überraschend, weil wenn ich in einen ganz dunklen Raum komme und einen Kopfhörer nicht wahrnehme und mich auf das Bild konzentriere, dann entsteht eine ganz andere Langsamkeit oder Wahrnehmungssituation, als wenn ich dann sozusagen auch vom Hören geleitet wäre. Ja, natürlich, ja. Also es ist ein so ein Zusatz, der noch das Ganze wieder. Der meine Wahrnehmung beschleunigt oder pulsierend macht, oder ich weiß nicht, so in die Richtung. Ja. Ist es mir zumindest gegangen. Ja. Ja, also wir möchten das nächste Mal wieder eben das auch live machen und dann es ist immer jedes Mal aufregend, weil die Reaktion dann momentan passiert und dann so wie ich, eher auch improvisiert in der Situation selber. Vielleicht kannst du auch noch was sagen zu diesen Übersetzungsschritten, die du jetzt gerade machst mit der Dokumentation und du hast etwas angesprochen von, dass es die Objekte bekommen als ein Plakat oder es gibt ein Plakat so zu den Objekten oder? Ja, ich würde gerne die Objekte, also die Lichtinstallationen jeweils mit einem Plakat versehen. Also ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch mache in Zukunft, aber so dass jedes Mal ein Plakatgedicht entsteht, so die Idee. Also dass ich dann, wenn ich 80 bin, dann könnte ich vielleicht so 15 Plakate haben. Eventuell. Schön. Wenn es das Video nicht abspielbar ist. Ja. Genau. Beim Vorhang ist so eine ähnliche Idee gewesen, dass immer etwas dazu genäht wird. Also so wie bei den Fahnen, die immer wieder weitergetragen wurden, dass da immer eine andere Materialebene noch dazu kommt, bis ans Lebensende. Also so war meine. Ich habe einmal in einem technischen Museum in Berlin
eine Unterhose gesehen. Also das muss ich jetzt sagen, weil die war in einer Vitrine und diese, da wurde veranschaulicht, wie man etwas nähen kann. Also die Näharbeit. Und diese Unterhose bestand, also das war eine rosarote, bis daher ging sie. Und die war nur ein einziges Genähtes, da war kein Stoff mehr drauf. Also das hat mir so gut gefallen, dass da einfach durch die Löcher, die immer wieder übernäht wurden, dann eigentlich nur mehr Genähtes war vorhanden und das hat trotzdem die Form gehalten. Und sowas würde ich mir da auch gern vorstellen, dass das einfach so wächst. Da müsste ich aber wahrscheinlich 300 Jahre alt werden, das wird so nicht spielen. Gibt es noch was aus der Runde? Ja, dann danke ich euch herzlich und lade Sie alle ein zu unserem Sommercocktail.